Wie können digitale Tools erfolgreich für die Kundenbindung eingesetzt werden? Welche Regeln sollten Studios bei der Entwicklung von digitalem Content beachten? Willkommen bei Fitness Management International. Wir stellen euch die Highlights unserer neuen Ausgabe vor. Die digitale Transformation ist in der Fitness- und Gesundheitsbranche in vollem Gange. Insbesondere, um Bestandsmitglieder zu binden und Neumitglieder zu gewinnen, bietet sie vielfältige Möglichkeiten. Betreiberinnen und Betreiber stehen vor der Herausforderung, in einem riesen Angebot genau die Tools und Anwendungen zu finden, die zu ihrer Anlage passen. FMI hat dazu 3 Studiobetreiber gefragt, die digitale Anwendungen erfolgreich für die Bindung ihrer Kunden nutzen. Studios haben durch digitale Tools und ihre Social-Media-Kanäle zahlreiche Optionen für erfolgreiches Online-Marketing. Allerdings steigen mit den Möglichkeiten auch die Anforderungen, hochwertigen digitalen Content zu entwickeln und zu produzieren. Online-Marketing-Experte Alexander Krieg erklärt, wie guter digitaler Content-Mix aussieht und was Studios bei der Planung und Erstellung von Fitness-Content beachten sollten. Bei Kieser Training gibt es keinen Sport, sondern körperliche Wartungsarbeit. Diese polarisierende Aussage von Unternehmensgründer Werner Kieser wird in den Kieser-Studios weltweit seit mehr als 55 Jahren gelebt. In der aktuellen FMI werfen wir einen Blick auf die Marke Kieser und sprechen mit CEO Michael Antonopoulos über die Entwicklung des Unternehmens. Ihr habt die FMI noch nicht? Bleibt mit uns, up to date! Abonniert unsere Social-Media-Kanäle und wir informieren euch tagesaktuell über die Fitness- und Gesundheitsbranche.